Passt doch. Komm ich doch durch. Na hier. Das Hacken, das wird man niemals müde in dem Game, ne? Hier steht's nochmal da. Einfach Euro-Dollar extrahieren, verbessert. Extrahiert Euro-Dollar und Quick-Hack-Komponenten, Quick-Hacks und Quick-Hack-Schema da. Also muss man immer das Beste rausholen. 1C, 1C. 1C, 7A. 1C, 1C. So. Finde das alte Telefon mit deinem Scanner. Erstmal alles einsacken. Kapitän Caliente. Der Typ ist mit dem Schiff untergegangen. Sieht jetzt irgendwie aus wie ein Lager. Okay. Was haben wir denn hier? Ha. Hindernis bewegen. Oh, interessant. Kümmern wir uns gleich drum. Definitiv ein Digitaltelefon, das wissen wir schon mal. Plötzenrennen? Sehe mich als echter Gamer und ich gebe es ganz ehrlich zu, Plötzenrennen gehören zu den Spielen, auf die ich mich dieses Jahr am meisten gefreut habe. Nostalgie macht einen ja manchmal blind, aber diesmal haben die Entwickler eine echt saubere Arbeit geleistet. Dieses Arcade-Spiel kann mit großen Klassikern mithalten. Gameplay ist ziemlich gut balanciert und ich habe schon endlose Stunden in diesem Spiel verbracht. Entwickler haben sich Buschnitz Lore echt zu Herzen genommen, weil der Einstieg ins Spiel sehr leicht ist, aber selbst Hardcore-Gamer müssen sich richtig anstrengen, um das Gameplay wirklich zu meistern, so einfach es auch scheint. Ich freue mich schon auf Pro-Turniere und die besten Listen von Spielern aus der ganzen Welt. Manchmal gibt es einfach nichts Besseres als einfache Schönheit eines Arcade-Spiels. Okay. Ich kenne Plötze nur aus... Plötze nur aus Witcher. Antiker Schrott. Ob das überhaupt funktioniert? Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Den Code. Ach du Schande, der hat den. Also daran kann ich mich. Ach, da steht's ja, Gott sei Dank. 0931. Na los, geh schon ran. Ich suche mir in der Zwischenzeit einen Cheeseburger. Reed, hör zu. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Hallo? Das Scheißteil ist kaputt. Oder du hast dich verwehrt. Fuck, was machen wir jetzt? Nenn mich wie. Andrew Jackson Street, Basketballplatz. Tagsüber, klar. Unser mysteriöser Freund ist nicht gerade sehr gesprächig. Da hätte auch eine Textnachricht gereicht. Es war lustig.
Kann ich die diffusen? Ja. Brauch ich den Generator nicht lahmlegen, kriegst du sogar noch ein paar Techie-Punkte. Bester Preis in Dogtown! Second Hand, wie neu! Ach, das war ein Missverständnis. Ich wollte, dass er mir das Salz reicht und dann habe ich ihn ein bisschen geschnitten. Ein bisschen? Hast du ihn etwa umgebracht? Nein, für den kam Traumati. Deshalb hatte ich auch nur 100 Sekunden, um zu packen und abzuhauen. Und du? Wie bist du in Dogtown gelandet? Ich war zu beliebt bei meinen Kunden. Ich hatte 3 aus unterschiedlichen Gangs. Und die haben das irgendwann rausgefunden. Ups, Dalla. Dann dachten sie, ihre Geheimnisse sind bei dir nicht mehr sicher. Genau. Die haben sich toll dabei verstanden, mich zusammen fertig zu machen. Gut im Job, auch nicht schlecht. Okay, wo ist hier der Ladeneingang? Ach da, kommen wir da rein? Natürlich nicht. Das würde TikTok auch gar nicht so gut finden, glaube ich. Hätte ich direkt wieder einen Bann am Hals. Komm schon, früher hast du es umsonst gemacht. Als wir ein Paar waren, du Vollhonk. Warte mal, er und sie? Ja, ich weiß nicht. Weiß ich nicht, ob das so realistisch ist. Ich hab übrigens gedacht, dass die mich hier übel scannen und gleich versuchen festzunehmen oder abzuknallen, ne? Ich bin ja eigentlich der Eindringling schlechthin. Achtung an alle Bewohner! Kurt Hefti hier! Feindliche Agenten haben Dogtown infiltriert! Tagsüber hat der Typ doch gesagt. Jetzt freunden wir uns höchstens mit einer Kugel an, wie. Ja, das sind doch noch Leute. Obwohl, das stört hier, glaube ich, keinen. Hab den besten Sitz hier. Das wird ein spannendes Spiel. Johnny Silverhand ist Basketballfan? Alles okay? Seit wann? Du weißt, was ich meine. Ein anderes Spiel geht gleich los. Und dein Kopf ist der Ball. Hast recht. Da braut sich was Fieses zusammen. Ein verfickter Sturm, ja. Lass dich nicht vom Sonnenschein täuschen. Du trittst gegen erfahrene Spieler an. Aber du bist gerade erst aufs Feld gestolpert. Das sind geübte Soziopathen. Die tun bloß so, als wären sie deine Freunde wie... Also spiel ruhig, aber werd nicht zum Spielball. Sag's doch einfach. Du traust Myers nicht. Ich kenne Leute wie sie. Politiker? Schlimmer, Militärs. Du hast entweder den Schwanz der Scheißoffiziere im Mund oder ihre Knarre, wenn du nicht gehorchst. Denen kommt man nicht so leicht. Als Deserteur weiß ich das. Ach, wer hat das erzählt? Der furchtlose Johnny Silverhand, Geißel der Megakonzerne. Jetzt kommt's. Bezwinger der Verlogenheit, ist aus der Armee abgehauen. Unglaublich. Applaus. Der Schwachkopf, der zur Armee gegangen ist, war Robert John Linder. Fürs leichte Geld, für Ruhm und Ehre. Linder ist verreckt. Von der Front kroch jemand anderes nach Hause. Johnny, ich wollte nicht. Schon okay. Ist lange her.
Eins habe ich in all dem Schlamm und Blut gelernt. Und das wäre? Nach dem Zuckerbrot kommt die Peitsche. Folgendermaßen. Jeder Soldat kriegt ein Gewehr, eine Flakweste und einen Haufen Versprechen. Früher oder später ist die Munition alle. Du blutest durch die Weste und die Versprechen sind ein Scheißdreck wert. Genau. Und dann greifen sie zu der Peitsche namens Werte. Du wirst im Schützengraben bombardiert, deine Chums bekommen nette Phosphorduschen und ein Offizier erzählt dir was von Loyalität und Pflicht. Wenn das Zuckerbrot ausgeht und sie die Wertepeitsche schwingen, dann lauf, kleines Häschen. Lauf. Das beschäftigt dich alles noch, oder? Musst dich deinen Dämonen mal stellen, Johnny. Ich hatte die ganze Zeit keine Probleme damit. Bis jetzt. Politiker, Militärrunner, Geheimagenten und Colonel Hansen zum Dessert. Echt die Creme de la Creme der Drecksfotzen in Dogtown. Dreh dich nicht um. Guck auf den Platz. Ende. Was hast du da? Johnny, wer schnauft mir da in den Nacken? Woher soll ich das wissen? Ich seh bloß, was du siehst. Du hast da was in der Hand. Zeig mal her. Sag dir diese Münze hier was? Aber ich muss mir sicher sein. Der nimmt sich aber sehr ernst. Wer schickt dich? Ich kenne dich nicht, ich arbeite nicht für dich. Also spar dir diesen Verhörscheiß. Verhör? Wir reden doch bloß. Ganz ruhig, wie. Ich frag nochmal, wer schickt dich? Rosalind. Ich kenne keine Rosalind. Und du auch nicht. Bist echt ein Profispion, wie? Ist sie in Sicherheit? Nicht, wenn wir noch mehr Zeit vergeuden. Sehr gut. Dribbel um ihn rum. Ist dir jemand gefolgt? Hast du darauf geachtet? Hältst du mich für blöd? Ein Amateur? Also tust du nur so. Aber gut, das muss genügen. Schwarzer Thornton Merrimack auf der Straße. In 3 Minuten. Vordersitz. Wir sollten getrennt gehen, damit niemand misstrauisch wird. Geh du vor. Oh, wollt ihr nicht Händchen halten? Das ist schon wieder weg, oder? Reed? Ein aalglatter Wichser. Ich glaube, er mag mich. Sicher. Und er hat bestimmt Süßigkeiten im Van. Wollen wir? Hey, hast du den Typen gesehen, mit dem ich geredet habe? Den Großen? In dem Mantel sieht er aus wie ein Kinderschänder. Ey, verzieh dich mal lieber. Wow. Hier hält sich ja für wichtig. Gut. Mit den richtigen Beinen ist ein Slam Dunk für 3 Punkte ein Kinderspiel. Das Spiel braucht endlich mal neue Regeln. Weiß nicht, Mann. Was hat Hansen denn gegen ein scheiß Flugzeug? Schlechte Laune, also schießt er es ab? Weiß man nie bei dem Psycho. Letztens hat er diese Bullen aufgehängt, weil er sauer war. Wen jetzt? Ach, die Wichser in Zivil. Die werden's verdient haben. Klar, aber er hat auch die Präsidentin nicht ohne Grund abgeschossen. Wenn er das war. Was hat Hansen geritten? Die Präsidentin umlegen? Damit ist nicht zu spaßen. Nee, ist es auch nicht, Schum. Das ist Gerechtigkeit für die Vergangenheit. Verstehst du nicht? Du warst nicht hier, oder? Vor 7 Jahren, als die Schlampe alles plattgebombt hat. Nein? Dann verpiss dich. Das ist sehr entspannt hier. Muss schon mal sagen. Schwarzer Thornton.
Er ist das. Crazy. Die Stimme kam mir schon bekannt vor und man kennt ihn ja auch von den Bildern und so, von dem DLC, aber gerechnet habe ich jetzt nicht so. Bevor wir fahren, entschuldige die Vorsicht. Ich gehe ungern Risiken ein. Manchmal ist es sicherer, einem Chum die Malorien in die Rippen zu drücken, auch wenn er auf meiner Seite ist. Nichts Persönliches. Nimm es mir nicht übel. Nein, ich nehm's dir nicht übel. Du musstest dir sicher sein. Hätte ich auch so gemacht. Ist das so? Du bist nicht in unserer Branche wie... Was hat mich verraten? Du sitzt mit einem Fremden im Auto. Dein Glück, dass ich wirklich ich bin. Ich habe mir deine FIA-Akte angesehen. Interessantes Profil. Nomade. Aus dem nicht mehr existierenden Becker-Clan. Jetzt unabhängiger Söldner. Und interessanterweise, seit gestern Nacht ein FIA-Agent. Was mich interessiert... Was hast du mit der ganzen Situation zu tun? Ach, ist ein Auftrag wie jeder andere. Nicht etwas ungewöhnlich? Du würdest dich wundern. Ungewöhnlich gibt's nicht. Okay, dann besuchen wir endlich mal unsere Freundin in Not. Die Adresse bitte. Nur zu deiner Info. Die Antwort wird dir nicht gefallen. Spuck's aus. Ein Gebäude in der Crest Street. 8. Stock. Natürlich gefällt mir das nicht. Du hast sie in Dogtown allein gelassen? Myers kann auf sich aufpassen. Das ist keine hilflose Bürostute. Hab sie kämpfen sehen. Ja, ich auch. Sie hat Erfahrung mit sowas. Hat schon ein paar Attentate überlebt. Wirklich tough. Aber trotzdem. Sie ist die Präsidentin. Warte. Ich muss rangehen. Handy bei der Autofahrt? Was denn? Ich hab heute frei. Du bist doch der Manager, nicht ich. Frag halt Bob. Der schuldet mir eh was. Tja, Pech gehabt. Ihr müsst mal ohne mich klarkommen. Mein Chef. Ich arbeite in einem Club. Als Türsteher. Du weißt schon. Ist das dein Undercover-Job? Türsteher? Reicht, um die Rechnung zu bezahlen. Plus Extras. Schläfer erhalten kein... Wir haben Gesellschaft. Mach dich bereit. Fuck! Hansen, Schläger! Und los geht's! Jetzt geht's los. Ich bin ein bisschen überfordert gerade. Das war alles. Du bist verwundet, wie? Ernsthaft? Hätte ich ja nicht gedacht. Scheiße. Warum bin ich denn überladen? 700 Kilo? Kann ich jetzt... Zack. Jetzt halt nicht möglich. Perfekto. Ja, kein Problem. Ich schaff das auch überladen. Wie? Sieht nicht gut aus! Wenn du eine vernünftige Waffe nehmen würdest, dann würdest du das aussehen. Verdammt! Hey, rein ins Auto. Gleich. Ich lass das doch hier nicht alles liegen. Bist du des Wahnsinns?
Was ist, wenn die Kinder das finden hier? Ein bisschen eskaliert. Keine Ahnung, wie ich die Scheiße überlebt habe, ne? Selbst mit Blutpumpe und sowas. Stand mitten im Open, als sie mich angegriffen haben. Zum Thema, ich wurde nicht verfolgt. Wahrscheinlich doch. Wir sind dir gefolgt. Also haben sie Myers vielleicht schon gefunden. Weiß nicht, wie das passiert ist. Ist jetzt auch egal. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Wird schon gut gehen. Nee, wird schon schief gehen, sagt man immer, ne? Oh oh. Scheiße, die waren vor uns da. Schöne Scheiße. Bleib dicht bei mir. Bleib du doch dicht bei mir, Alter. Hansons Schläger. Die haben deine Spuren gefunden. Kann gar nicht sein. Ich war so sneaky. Wir müssen sie ausschalten. Hoffe, es ist nicht zu spät. Freund was? Ein Freund wo? Was? Wie? Anja, bist du auf Patrouille? Yes, was gibt's? Ich habe hier was richtig Fettes. Euer Ziel ist gestern Nacht durch die alten Metrotunnel. Auf den Kameras in 3Z sieht man Bewegung. Ich hab's geprüft. Beschissene Qualität, aber das ist sie garantiert und sie ist nicht alleine. Schickt mir die Aufnahme, wir überprüfen das. Aber sag es nicht allen, je weniger Leute davon wissen, desto größer ist die Belohnung für diejenigen, die sie schnappen. Ah. So, und wen habe ich jetzt verloren? Ich habe hier... Oh nein, shit, er. Und er. Oh, fick. Ist ja blöd gelaufen.